Inseln. Da sind welche da, ne? Mal gucken, wer das ist. Ach, einer ist da. Vielleicht sind das ja vielleicht ist das Viper-Cut? Viper-Cut, hab ich noch nichts gehört von dem. Versteckt der Typ sich? Ja, der ist da reingerannt, der hat sich versteckt. Naja, ausrauben und fertig. Dürfen wir nicht. Nicht hier. Ach so. Wusste ich nicht. Maximal Geld nachgeben bitte, André. Jo. Grimmi, wie viel brauchst du? 50, 100? 60, okay. Na, wie gesagt, ATM, ne, gibt's ja auch egal. Geld. Ja, aber... Hä? Der braucht ja erst Kohle, ne? Wieso bin ich jetzt nicht ausgestiegen? Oh scheiße, ich kann nicht aussteigen. Auch nicht. Einer läuft so komisch. Oh, jetzt kann ich raus. Du läufst so komisch zur Seite da. Tobias, was ist noch da? Ich bin noch da, wieso? Was machst denn du da? Ist das ein Disconnect oder? Nein, ich stehe hier. Nicht, dass der uns jetzt abknallt, ne? Aus diesem Haus da raus. Bewegt ihr euch? Weil ihr bewegt euch bei mir nicht. Ja, du bewegst dich ganz komisch an die Wand. Ich glaube, du hast ein Disconnect. Nicht, dass du da runterkreuzt. Ich versuche mal mit dem Typen zu reden, der da im Haus ist, ne? Der hat sich doch irgendwo versteckt. Da drin ist der, glaube ich. Ich guck mal durchs Fenster. Ja, da ist er. Out. Hey Viper, kann dich sehen. Bitte schieß uns nicht in den Rücken, okay? Wir sind ganz friedlich. Hey, wie komisch, ich kann nicht reden hören, aber... Ich hab den jetzt nicht gehört, scheiße. Wie bitte? Na, wir wollen ja gar nichts von dir. Komm, wir sind ja im Rebellenlager, da beschießt man sich nicht. Das ist so ein Kodex. Ja, aber also ist eigentlich so, dass jeder Rebell zusammenhalten müsste, oder wie ist das? Der fragt gerade, ob jeder Rebell zusammenhalten müsste. Ja, ja. Ja, ich denke schon, ich meine. Obwohl, naja, keine Ahnung. Aber hier ist ein friedlicher Ort. Okay. Ich hab keinen Sunny, Mist. Ah, keine Angst, wir schießen nicht auf dich. Nein, ich bin ein ehrenhafter Bürger. Nee, der sagte nämlich gerade, dass er mit seinem Kumpel im anderen Rebellenlager schon abgeknallt wurde. Oh toll. Sie wurden auch. Gut. Jetzt hat er, der hat bloß noch drei Leben, sagt er. Sie wurden aus dem Spiel entfernt. Wie? War doch aus dem Spiel entfernt. Steht gar nicht da. Striftler wurde auch gekickt. Client not responding. Oh, da fliegen gerade einige raus. Ja, also okay. Bei mir packt es gerade auch hart rum. Ich kann nicht. Lauft ihr eigentlich, reden, oder? Ich lauf, ja. Ach so, na, bei mir steht ja noch am Ende. Ich glaube, wir haben gerade alle ein paar Probleme mit dem Server. Ich glaube, dann sind wir aber alle rausgeflogen, ne? Ja, wahrscheinlich. Mehr oder weniger. Ich was down. Toll mit dem Geld. Kann ich das noch auf dem ATM draufhauen? Vielleicht wird das ja noch gespart, wenn ich Glück habe. Weil jetzt synchronisieren kann ich bestimmt nicht mehr. Also ich habe 62275 einzahlen. Ich hab's drauf. So 825.000. Mal gucken. Weil das ist gerade mal so 25.000 mehr als ich heute angefangen habe. Ja. Aber weil was anderes machen als immer so brav sein. Ja, natürlich. Ne? Aber ich fühle mich immer so schlecht, weil ich immer die kleinen armen Leute erwische mit 40.000 in der Tasche oder so. Bei mir hat es sich mehr gelohnt. Aber ich finde, keine Ahnung, irgendwie fühle ich mich immer so dreckig dabei, die Leute so zu verarschen. Weil warum denken wir, sind die Polizei? Warum? Warum haben die Bullen nicht richtig schöne Uniformen an? Die sehen genauso aus wie Spieler. Die haben immer so komisches T-Shirt oder was, die du das anhaben. Müssen eine richtige Uniform haben, damit man sie schön erkennen kann. Kannst du ja solche Kapuzen hier kaufen. Ja, has been kicked. Ich trenne mal lieber persönlich. Einfach. Abbrechen. So. Ja, ich gehe auch mal raus. Aber es ist ja irgendwie blöd, ne? Ich sehe auch keinen im Chat mehr schreiben. Ja, bei mir werden die alle gekickt gerade. Guck mal, ob das Server noch online ist. Aber war schon eine coole Aktion. Ich hoffe, dass ich auf den Server noch ein bisschen länger spielen kann. Und irgendwann vielleicht auch mal zum Bullen oder so. Mal alle Aspekte kennenlernen. Aber erst mal gucken, was die Kriminalität so hergibt. Dann weiß man ja als Bulle dann mehr. Bullen, wenn wir zu viert auf Bullenseite gehen und uns da bewerben, wird sicher auch geil. Weißt du, wenn wir dann mit zwei Bullenwagen dann Leute jagen gehen, hat sicher auch Stil.
Ja. So, ich möchte jetzt gerne mein Heli. Ich hole mein Heli ab, den kannst du ja dann fliegen. Weil anscheinend willst du das ja aus, sonst hättest du jetzt nicht dein Dings da rausgeholt. Ja, auf jeden Fall der Fälle. Sonst hättest du jetzt nicht deinen Joystick rausgeholt. Das hört sich leicht versaut an. Ich hab ihn gerade nochmal geputzt. Oh. War so verstaubt. Oh, da ist ja ein Mast. Soll ich vielleicht nicht dagegen fliegen? Ja. Lass mich nicht. Ah, Mast, Mast, Mast. Oh. Nicht zu schnell runter. Naja. Also ich habe jetzt auch gerade meinen Xbox-Controller in der Hand, weil das leichter ist, damit zu fliegen. Oh, da. Ist das Schmitty? Will der jetzt auf uns schießen? ist zu, oder was? Komm. Jetzt offen. Ja, du sitzt doch drinne. Ach so, du willst... Oder als, ich bin als Co-Pilot. Ja, komm erstmal als Co-Pilot rein. Hol mal erstmal Dings ab. Wer ist denn da bei dir, sag mal? Keine Ahnung. Der antwortet nicht, ne? Na, Randy, wie geht's? Was hast du jetzt vor? Was machst du hier? Ach, hast du es geschrottet, oder wie? Stehst du weit weg von hier, oder wie? Kannst doch wunderbar fliegen. Ja, schwer ist, ne? Achso, dann möchte ich einen schönen Tag noch. Awesome, nee, oh, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, Mein Taxi kommt gleich. Ich weiß gar nicht, wie weit wir wechseln, ich habe keinen Marker gesetzt. Mein Taxi kommt gleich. Guck, da kommt mein Taxi. Und da oben kommt mein Taxi. Wer ist das? Flex. Nee, nicht für mich, also. Was? Jetzt muss ich noch runterkommen. Da oben kann ich nicht einsteigen. Ich muss ja erstmal bremsen. Mit 240 Kilometer pro Stunde muss man erstmal entgegenwirken. Wie ich direkt zu dir kommen muss, du faule Sau, ey. So, was machen wir jetzt? Gute Frage. Einmal Rebellenlager, ich brauche noch einen größeren Rucksack. So, welches Rebellenlager nehmen wir? Ist der jetzt in der Nähe? Oder wieder das, was wir immer gehen? Ja, das unten. Boah, wo ist es denn gerade? Ich sehe es auf der Karte nicht. Bin ich doof? Ach, da. Boah, ist ja übelst weit. Übelst weit. Ganz unten ist auch noch eins. Na, ist das näher? Nö. Nehmen wir das ganz unten, oder was? So. Ist weiter weg. Na gut, dann nehmen wir nicht das da unten. Da. Heute wird weniger los sein. Ha. Okay, ich habe die Idee, wir nehmen das da unten. So. Und da waren wir noch nie. Stimmt. Da ist der Knast. Wo, ich sehe keinen. Na, Staatsgefängnis, links von uns. Ach, zu ihrer Linken sehen Sie das Staatsgefängnis. Zu ihrer Rechten ein Sumpf mit Drogendealer. Aus Salz Dias machen. Wärt ihr auch mittendrin, oder? Ach so, ja, ich darf hier nicht landen, ne? Meinst du? Weil du Angst hast. Nee, dass du sterben. Das zum Faul, das zum Thema Faul sein, gell? Ja, ich will ja vielleicht direkt kaufen. Haus Idee raus, ne? So, gucken wir mal. Gehst doch gut hin, was hast du denn? Es dauert halt nur ein bisschen bei mir, das meine ich. Bei Ihnen doch auch. Ah, ich rutsch weg. Nicht aussteigen, bitte. Der Boden ist nicht ganz eben. So. Boah, ich will jedes Mal in diesen scheiß Rotor reinlaufen. Bei dir? Rebellenfahrzeuge. Gibt's hast du abgeschlossen? Gibt's, ja, gibt's ein ATM? Beide sehe ich nicht. Hier drin ist der zweite. Gibt's ein ATM? Achso, der ATM, das war ja der draußen, ne? Hier gibt's die Fahrzeuge hier. Ah, nee, nicht bei dem ATM, sondern bei anderen Typen. Kennst du, gibst du mir mal Geld? Das ist doch ein ATM hier. Ach, hast du kein Geld mehr, oder was? Nee. Ist komplett pleite? Ja, 90.000 noch, aber du hast ja auch 800.000. Ja, na und? Vielleicht spare ich ja auf dem fetten Heli. Wie viel brauchst du denn? Gib mir mal 50. 1, 2, 3. Warte, erstmal abheben. Und jetzt muss ich auf Z klicken. Geld eintragen. 1, 2, 3. Und den Krimi geben. So.
Dank dir. Okay, dank dir. So, dann gehe ich. Ja, dann kannst du den Rest auf dein Konto hauen, den du nicht brauchst. Dann kann ich mir erstmal einen vernünftigen Rucksack kaufen. Den da. Ich heb mir jetzt auch mal ein bisschen Geld ab. Soll ich mir noch eine Waffe kaufen? Also ich habe bis jetzt noch nicht geschossen mit der. Ich wollte gerade mal gucken, ob ich hier auch mal schauen, ob wegen Auto oder sowas. Ah, der eine wäre geil, ne? Dieses gepanzerte Fahrzeug. Aber dann, so kann man die provozieren, genau. Mit den Ifrit durch die Gegend fahren. Du kostet ja gar nicht so viel. Aber da hast du auf jeden Fall eine Schlacht dann. Aber der Hummingbird, ja, hat der nur eine bessere Panzerung oder was? Das ist ja auch bloß ein kleiner Hummingbird. Und kostet halt 487.000, boah. Also ein bewaffneter Offroad wäre geil, dann kannst du geile Hinterhalte machen, dann kannst du auf die Straße stehen und dann kannst du sagen, anhalten. Kannst du den Leuten hinterherfahren? Naja, aber... Solange Platten ballern? Man soll ja immer als Drohne nicht einfach wahllos draufballern. Naja, wenn du hinterherfährst und sagst, dass du so aussteigen, wenn er sich tut, fahren wir ihm hinterher. Ja, sag ich doch. Ja, ja, meine ich das ja. Das wäre echt geil. So, was gibt's denn hier für eine coole... Ja, ich hasse, ne, militärmäßig, Pionier, Kampfanzug, gefällt mir alles nicht so. Was haben die für geile Hüte? Wo ist eine Militärmütze? Obwohl, ich mag meinen Style. Billig. Gibt's ja andere Waffen eigentlich? Nee, ne? Aber ich könnte mir mal eine andere Waffe holen. Die 7 ist ein fettes Kaliber, ne? 7,62. Das sieht geil aus, oder? Du bist auf jeden Fall gut getan, ne, wenn sie kommen. Wenn du dich irgendwo ins Gebüsch schmeißt. Ja, dann hol ich mir halt auch mal so eine Tarnkleidung. Toll, steht natürlich der Spast hier genau vor mir. Und ich sehe nichts. So. Piloten-Overall. Sehr schön. Wie war nochmal Mimmungsgesetz in Deutschland? Jetzt mal kurz bei den Hüten noch gucken. So. Jetzt sind wir professionell. Professionell. Ach so, ihr habt alle diese Vermummungsscheiße. Naja, ich bin der Leader, ich bin Tenshi. Mich dürfen sie ruhig sehen. Ihr seid nur Lakaien. Moment mal, Tenshi? Warte. Machen wir ein Unendlich-Zeichen zum Zeichen unserer Freundschaft. Ja. Schön, Tenshi. Tenshi, auf den Boden. Auf den Boden. Was? Was, Sir? Ey, pass auf, ey. Ich hab daneben geschossen. Du hast dieselbe Waffe wie ich, ne? Danke! Biowaffenschmuggel. Wollen wir mal gucken bei der Insel. Du weißt, wo die ist, ne? Die kleine Biowaffenschmuggelinsel. Wollen wir da mal drüber gucken? Oh, wow. Oh, ich dachte gerade, wir kippen das da links. Ich teste gerade mal einen Joystick. Na. Biowaffen? Vorbeifliegen. Ja, ja, also hier bei der kleinen Insel da, mal gucken, was das ist. War doch mal cool, irgendwie Biowaffenschmuggel zu betreiben. Was macht der Sprit? Na, die Hälfte haben wir noch. Ja, wir können, während wir da hinfliegen, bei Pyrgos, oder wie das heißt. Hier können wir gar nicht direkt tanken. Bei Pyrgos können wir tanken, bei Pyrgos. Pyrgos Umschlageplatz vor uns, bei der Stadt. Oder ist ja auch eine Tanke bei Ferris, nee. Ach doch, hier ist eine Tanke, Leute, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt stürzt uns nicht ab. Na, benutzt du eigentlich auch die Hilfe oder machst du einfach alles selbst? Ich mach so. Okay, ich bin da gestern, als ich es versucht habe, irgendwie fast mal abgekackt, ey. Wenn du einmal raus bist, dann... Oh mein Gott, was war das denn? Beziehungsweise kann ich sich auch ziemlich schnell einstellen wieder. Das sah gerade so klitschig aus, ey. Ja, das war keine natürliche Bewegung eines Helis, oder? Ja. Wieso, bei mir ist alles normal? Ja, du bist so nach rechts, hast dich übelst krass nach rechts gelegt, aber immer ganz schnell nach links.
Wie lange das Spiel das mitbekommt, das Problem ist nur, wenn der denkt, wir sind auf dem Boden aufgeschlagen. So. Wir tanken. Ja. Hä? Wie tankt der denn? Der springt mal hin, vor, zurück, vor, zurück. Bei mir steht er ganz ruhig. Steht so, da. Jetzt. Nee, die Tankanzeige. Bei mir ist voll. Gut, ich gehe mal kurz Gruppenchat und mache nochmal eine schöne Markierung. So, Biowaffen. Da gucken wir mal, was da so abgeht. Und jetzt gehe ich wieder in den richtigen Chat. In dem Fall, dass wir jemanden anschreien müssen. Mit, hallo, Sir, halten Sie bitte an. Allgemeine Verkehrskontrolle. So fies ist das, ey. Hoffentlich braucht man keine Picke oder so einen Scheiß für die Bio-Kacke da, ne? Aber wir können ja mal gucken. So wie ich das mal mitbekommen habe. Immer eins, aber nicht, dass das Kampfmodus gleich ballert. Mal ranzoomen. Ne, da sind zwei Stück nebeneinander auf dem Land drauf. Also sehen tue ich da jetzt nicht direkt was. Hast du was gesehen, Krimi? Okay. Alter, Achterbahnfahrt hier. Wieso ist da Rauch? Ist das immer so? Boah, ey, durch das die drehe, kriege ich jetzt... Ja, jetzt kann ich nur gucken. Da ist ein fetter Heli abgestürzt, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich kann meine Maus nicht draufhalten, weil du jedes Mal wegdrehst. Boah, Alter, dreh! Boah, ich kann nicht gucken. So, jetzt, da ist so, hä, ist da irgend, ist da ein Heli drauf? Ich finde ein Heli. Aber das ist ein Bullenheli eigentlich, ne? Das wird lustig. Aber so sehen tue ich keinen. Ich guck die ganze Zeit auch mal unter den Zelten und so. Ich dachte nur, wer kommt auf den Kampfboot? Ja, hier wird's lustig. Mal aussteigen. Okay, ich versuch's. Ich kann's ja wieder in die Luft oder so. Oder du wartest da. Gucken, was es hier so gibt. Kaputter Heli. Das ist cool. Er muss ja irgendwas geben, oder? Scheiße. Hat jemand. Ich hab deinen Freund hier gefunden. Ja, die ist tot. Hey, Biowaffe sammeln. Hier in den Kisten. Hä? Schießt da was? Ich hab doch gerade irgendein Geräusch gehört. Hier, man kann ja irgendwie Kisten. Aber ich hab. Hä? Ah, jetzt habe ich eine genommen. Cool, hier können wir Biowaffen sammeln. Oh ja, Biowaffen. Eine Biowaffe wiegt 5. Das dauert aber eine Weile hier. Ach, wie viel Uhr haben wir? Wie bitte? Wie viel Uhr? 39. Ja, dann sollten wir uns vielleicht losmachen. Na, lass losmachen. Hä, wer schießt hier irgendwas? Was sind das für Geräusche? Nein. Alter. Die Frage ist nur, ob ich da jetzt einsteigen kann. Muss weiter runtergehen, bitte. Ah, warte mal, ja. Ich war gerade in Einstellung. Erstmal gucken, ob ich überhaupt das. Warte. Aufschließen. Oh! Du bist tot. Oh, nee, ey. Ich nehme mal deine Waffe mit. Und was gebe ich dir noch? Pass auf, nicht, dass du mich auch noch überfliegst, du. Das ist scheiße hier. Ja, ja. Ich bin schon auf dem Boot aufgekommen. Dann hat er sich weggedreht, ey. Du musst ja nicht. Kannst du hier neben das Wasser vielleicht ein bisschen? Vielleicht kann ich ja rüberspringen. Warte. Das wird kompliziert. Hauptsache. So, warte, ich könnte rein. Warte, ich spring rein. Irgendwas habt ihr heute gegen mich. Ja, irgendwie. Aber ich bin auch schon beim Helikopterwreck, ne? Ja. Wollen wir zum Bio-Forschungslabor oder? Können wir mal versuchen. Wie viel hast denn du? Bist du voll? Nee, ich hab's nicht. Das dauert ewig. Also ich habe 5 Biowaffen, 25 Gewicht ist das. Ich habe leider den Koffer nicht gesehen, sonst hätte ich vielleicht noch mehr Biowaffen mitnehmen können. Der war oben im Himmel auf einmal gespawnt. Ah, ich hab seine Waffe, So, wo muss ich denn jetzt da hinlatschen? Nee, muss doch irgendwo da hinten irgendwo da stehen, nehme ich an. Aber dann ist es wirklich so, dass du nur mit dem Vehikel du gerade unterwegs bist, jemanden umgefahren hast, dann wird der nur weggenommen, nicht alle. Tenshi. Hm?
Ja, ja. Das ist ganz gut. Scheiße, wo ist denn der Typ jetzt hier? Es geht der Motor aus. Geht der Motor immer aus? Wenn du aussteigst, geht er aus, ja. Hä, wo ist denn der? Da drin ist der Typ. Wieso kann ich die Tür nicht aufmachen? Was ist hier los? Kann die Tür nicht aufmachen. Ich kann. Lol. Schiss. Lol. Roffel, Kartoffel und so. Ah, scheiße, er braucht bestimmt. Ach, Lizenz 30.000. Wie hast du? Nicht. Hast du nicht dabei, ne? Biowaffen erreicht, anreichern. 15.000 würde das kosten. Ach, scheiße, ey. Haben wir jetzt nicht dran gedacht. Tut mir leid, Krimi. Aber wir wissen es jetzt. Aber mit dem Boot und so wäre es bestimmt lustig. Oh, Zentralbank. Ausraum. Ich weiß gar nicht, kann man die dann hier einfach ausrauben oder wie? Aber obwohl, das wird Zentralbank ist alles andere vorrangig, ne? Also das wird ja echt böse angesehen, ne? Ja, natürlich, weil die Spieler verlieren ja auch ihr Geld, wenn sie keine Versicherung haben. Trotzdem, wir machen jetzt mal eben auf die Schnelle. Das kostet aber bestimmt, ja. Jetzt knapp vor dem Dings wäre, glaube ich, ziemlich fies, oder? Vom Server-Reset, aber es wurde ja noch nicht angekündigt, wir haben das nicht mitbekommen. Wir wollten nur mal gucken, was das hier ist. Ich wollte nur Geld abheben. Aber als ob das die Kugel jetzt nicht kaputt machst hier. Das ist eine Zentralbank, da will ich ja mal Geld abheben können. Wo ist die denn überhaupt? Na, neben der Bioinsel irgendwo so. So, was muss ich jetzt hier machen? Tür auf, okay. Ja, das ist ja das Tor, wow. Die ist ja toll, die Bank. Was ist das denn? Eine Pennerhütte oder was? Crack safe. Hier kann ich den Safe cracken. Ja, was? Nee, aber ich kann es auch so. Soll ich es mal machen? Neu, mach! Die Zentralbank wird überfallen. Scheiße! Du musst innerhalb von 15 Meter zum Tresor bleiben. Verbleib in Zeit 10 Minuten? Scheiße. Was machst du jetzt? Wir müssen jetzt. Wir müssen hier bleiben, 15 Meter lang. 10 Minuten? Ja, 10 Alter. Minuten. Ich muss in mindestens 15 Meter da bleiben. Distanz sind 5 Meter, 6 Meter, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Hier ist 14 schon. Ja, bleib. Ja, ich glaub's nicht, dass die Bullen gleich ankommen. Aber das ist übrigens fies, weil jetzt Server restart ist, ne? Ja, wo ist denn wollen wir nicht, die jetzt überhaupt? Wollen wir nicht lieber abhauen? Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie zu fies gerade. Nehmt sie durch. Ey, jetzt bist du schon drin, komm. Ja, aber, weil das kannst du ja nachts auch übelst fies machen, ne? Wie viel. Kann jemand mal gucken, wie viele Bullen es noch sind? Ich guck mal. Weil die werden uns einfach niedermetzeln, zwei. Ne? Die werden uns einfach nur niedermetzeln. Ja, die haben doch eh alle eine Versicherung. Nee, ich hab zum Beispiel keine. Kein Ey, immer glaubst du, dass die Leute wirklich alle eine Versicherung haben? Ich raub sich selber aus. Ey, mein Helikopter wird dann zerstört, ne? Also, na, wenn die raufballern, dann wird mein Helikopter zerstört. Ja, der ist doch weg, oder nicht? Hä? Mein Helikopter, der Helikopter steht noch da. Und wie lange hast du jetzt noch? 9 Minuten. Das schaffen wir gar nicht. Doch, schaffen wir eigentlich. Dann gucken wir auf die Uhr. Na, wenn die was sagen, von wegen kurz vorm Restart oder so, macht man sowas nicht, dann sage ich ja, warum ich nicht gesehen. Und, bist du noch drin? Ja, ja, ich bin 13 Meter entfernt. Wo ist denn der überhaupt? Die Zentralbahn, wo ist ich die? Hier, wo stehe? Auf der Insel eigentlich. Die habe ich vorher noch nie gesehen, die ist mir gerade so in die Augen. Ach, da ist die! Oh, da kommt ein Hunter. Oh je. 8 Minuten. Nee, soll ich da echt mit ballern? Darf man denn ballern beim Banküberfall? Natürlich! Ja, was sollst du sonst machen? Na klasse. Das ist das fies, ey. Das ist so da fies. Kommt er, da kommt er, da kommt er! Schießt, Leute! Ich sehe den gar nicht von hier. Oh, da habe ich den hingeschmissen. Ah, Mist, nein! Nein, jetzt bin ich einen Meter zu weit. Weg. Ich bin einen Meter zu weit gelaufen, scheiße. Gib Gummi, lass dich schießen! Nein! Aua, Oh Mann, so ein Scheiß, ey. Ihr dürft zurückschießen, denkt daran. Naja, wir sind ja im Helikopter. Hoffentlich ballern die jetzt nicht runter. Ja, du bist ja ein guter Pilot. Oh, weißt du, ich wollte nur ein kleines bisschen nach vorne ein bisschen gucken. Auf einmal habe ich mich hingelegt und bin rausgefallen aus den Range. Aber es ist eine geile Ablenkung, ne? Du willst irgendwo welche ausrauben, dann startest du hier eine Ablenkung. Das ist fies, ne?
Aber gibt's da irgendwie eine Sperre, dass man das nicht alle, dass man nicht jede Sekunde da hingehen kann? Das wäre ja fies. Naja, komm, du musst ja ein bisschen auch auf die anderen Spieler mit achten. Das ist immer ein Multiplayer-Spiel. Die Aktion wäre doch geil gewesen, wenn ich noch dabei gewesen wäre. Ich hätte auf die Bullen geschossen, dass sie nicht gekommen wären. Ja. Dann zu zweit, das ist echt knapp. Ja, das können wir ja machen, wenn ja, wir die waren zu zwei, ja, das war ja 2-2. Also das wäre... Also, mit dem Heli hinter der Bank landen. Also es wäre auf jeden Fall cool, wenn mehr Cops da sind und mehr von den Rebellen. Das wäre geil. Das wäre eine geile PvP-Schlacht, so. Eine gute Rollenspielerschlacht auch. Weil, weißt du, was ich ziemlich scheiße finde, wenn jetzt einfach jemand nachts, wenn keine Bullen da sind, einfach die Bank ausraubt. Aber ich glaube, nur das Geld, was da, wer online ist, wird dann ausgeraubt. Es werden nicht alle Spiele rausgeraubt, die auf den Server sind. Das geht ja nicht. Also jedes Mal beim Neustart gleich eine Dings kaufen. Ja.